Das ist endlich mal die Chance für die Freiburger. Gregoritsch macht es alleine. Gregoritsch, was ein Tor. Eiskalt von Gregoritsch und damit der erneute Ausgleich der Freiburger. Die Hachinger, ja, die wollten natürlich weitermachen. Die wollten ins Viertelfinale. 50. Minute, Skalatidis über rechts. Skalatidis mit dem Ausriss ins kurze Eck. Natürlich ist es das Eck von Jakob Goltz, aber kann man ihn da wirklich viel Schuld in die Schuhe schieben? Der Schuss ist kraftvoll geschossen und wir sehen auch gleich, wie gut Skalatidis das macht. Der Hachinger Anhang darf sich da zu Recht freuen. Erstmal nicht gut verteidigt von Rios Alonso und dann, das macht Skalatidis einfach wunderbar. Christian Vortag in der 38. Minute macht es Sané nochmal und jetzt ist der Ball im Tor. 2:0, die verdiente Führung für die Münchner. Und ein wunderschöner Schuss jetzt von Leroy Sané. Vortag im Tor. Hat er ja mal so gar keine Chance. Da darfst du den einfach nicht schießen lassen. Aber am richtigen Punkt. Jetzt hat er Dortmund Gefallen am Spiel gefunden. Da ist Julian Brandt und der Erlöser sozusagen macht das 4:1 hier. Ja, Leon Larrawitz wird sich sicherlich über diese Niederlage ärgern, aber es ist verkraften, da es ja gegen seinen BVB geht, der, falls er nicht erwähnt, von Matthias Crash trainiert wurde. Hier ein schöner, genauer Abschluss, Marvin Schwebe ohne Chance. Gladbach soll das dennoch eine denkwürdige Partie werden. Weigel sieht Honorat gegen Grimaldo, der Ball dann dabei Leiner und Leiner haut den da unter die Latte ins Tor nach 7 Minuten. Führen die Gladbacher hier bereits mit 0:1 in der Bayer Arena. Und das war ein wunderschöner Weitschuss von Leiner, den wir unbedingt nochmal in der Wiederholung sehen müssen. Haut den da mit dem Spann vollkommen unter die Latte.